Willkommen zurück zum Adventskalender. Heute sind wir schon beim 14. Türchen angelangt und ich habe heute wieder ein Bewegungsangebot für euch geplant oder mit euch geplant. Und dafür brauchen wir einen Luftballon und zwei Stühle. Ich habe jetzt hier einen Schlitten und einen Stuhl benutzt, weil wir jetzt keinen zweiten Stuhl hätten. Aber ihr könnt auch Stühle dafür benutzen oder andere Sachen, wo ihr ein Band dazwischen spannen könnt, sodass wir mit dem Luftballon Luftballon-Tennis spielen können. Dafür braucht ihr natürlich auch noch einen zweiten Partner. Dafür kommt mein Assistent Robin Weiling. Wir stellen uns hier auf und dann spielen wir lieber kurz mal einen Tennis. Einfach den Luftballon über die Schuhe. Und das Ziel ist hier, jetzt, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, dass der Ball auf den Boden fliegt. Da das Seil natürlich ein bisschen tiefer hängt, kann man das auch so machen, dass man auf die Knie geht. Und zum Beispiel auf den Knien dann spielt, damit es ein bisschen schwieriger ist. Genau, dann spielt die ganze Zeit so hinterher und versucht sozusagen den Ball auf die gegnerische Hälfte auf den Boden zu schlagen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.